Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir so fröhlich hier zusammen sind und uns freuen dürfen über diesen schönen, warmen Tag. Ich erinnere mich noch an Schulzeiten, wenn das Thermometer eine bestimmte Temperatur erreicht hatte, dann gab es hitzefrei. Aber bei Gott gibt es kein hitzefrei. Wir versammeln uns im Namen Jesu, egal wie heiß das ist. Ist das nicht wunderbar? Uns hält nichts ab, um sein Wort zu hören. Es war an einer Universität, da gab es einen Professor, der hatte immer eine besondere Idee, wenn er Prüfung abgehalten hat. Und eines Tages, er war Biologieprofessor, ließ er in den Prüfungssaal einen großen Garderobenständer reinfahren und auf der Stange saßen viele Vögel. Und die Aufgabe der Studenten war jetzt, die Prüfungsaufgabe, alles zu schreiben, was sie von den Vögeln wussten. Also Brutpflege, die Farbe vom Gefieder und wie viele Eier sie legen, ob die gesprenkelt sind oder getupft oder was weiß ich, alles sollten sie schreiben. Es gab nur ein Problem, die Vögel selbst konnte man gar nicht sehen. Die waren nämlich mit einem Tuch abgedeckt. Man sah nur die Füße. Aber die Leute wollten natürlich alle eine gute Note haben und so schrieben sie und schrieben sie. Nur ein Student, der sagte, komm gar nicht in Frage, so ein Blödsinn, wie kann man so eine Prüfung abhalten? Und er schimpfte so vor sich hin. Dann nimmt er ein weißes Blatt Papier, geht vorne zum Professor hin, gibt es ab und geht zur Tür. Und da ruft der Professor ihn zurück und sagt, Moment mal, Sie haben vergessen, oben Ihren Namen raufzuschreiben. Aber in dem Moment hebt er seine Hose ein klein wenig an und zeigt den Fuß und sagt, nun raten Sie mal, wer ich bin. Da hatte er seine eigene Idee wieder zurück. Und ich denke, manchmal geht es uns auch so, wir wissen nicht, wer wir selber sind und manchmal auch nicht, wer Gott ist. Und darüber wollen wir heute Morgen einmal intensiver nachdenken. Wer sind wir und wer ist dieser Gott? Kann man überhaupt beweisen, dass es den Gott gibt? Und da haben wir Leute schon sehr früh angefangen, in der Antike nachzudenken, um zu beweisen, dass es Gott gibt. Und so haben sie mancherlei Beweise erfunden. Da gibt es den Kausalitätsbeweis. Und dann gibt es alle möglichen anderen Beweise, die man damals schon so erfunden hat, um einen Hinweis auf Gott zu bekommen. Und dann kam irgendwann vor 200 Jahren Kant und er hat, wie man sagt, alle Gottesbeweise zerschmettert. Er sagt, das geht überhaupt nicht, Gott kann man nicht beweisen, ist unmöglich. Und so war seine Idee. Man muss nur eines bedenken, wenn man über Kant nachdenkt, der lebte vor 200 Jahren. Und er hatte nur einen ganz kleinen Bruchteil jener wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben. Also können wir uns auf Kant keineswegs berufen. Dann müssen wir schon mit modernen Dingen argumentieren, wenn wir Gott beweisen wollen. Zunächst einmal eine Frage, ist es überhaupt wichtig, dass man Gott beweist? Ich denke, sehr wohl. Der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt wurde kurz vor seinem Tod von seinem Sohn gefragt, gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und darauf hat er geantwortet, ich weiß es nicht, ob es Gott gibt. Ich lasse die Sache am besten in der Schwebe. Nun, das ist der allerschlechteste Vorschlag, den man überhaupt machen kann, wenn man die Gottesfrage in der Schwebe lässt. Hier müssen wir absolut gewiss sein. Hier müssen wir wissen, dass es diesen Gott gibt oder aber auch, dass es ihn nicht gibt. Das müssen wir aber sehr genau wissen. Diese Sache darf man auf keinen Fall offen lassen. Nun, einen wichtigen Hinweis auf Gott selbst gibt uns die Bibel im Römerbrief, Kapitel 1, wo es heißt, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt wahrgenommen an seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht gepriesen, noch ihm gedankt. Also hier der Römerbrief stellt fest, aufgrund der Werke können wir ganz gewiss sein, diesen Urheber, diesen Schöpfer gibt es. Und das hat mir Mut gemacht, einen Gottesbeweis zu konstruieren. Wenn man von der Informatik herkommt, von der Mathematik, ist naheliegend, dass man mathematisch denkt. Und so habe ich einmal einen Gottesbeweis konstruiert, aufgrund der vielen Prophetien, die in der Bibel stehen. Das ist ja merkwürdig. Es gibt über 3000 Prophetien, die sich wortwörtlich so erfüllt haben. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Das gibt es in keinem anderen Buch, nirgendwo.
Nirgendwo finden wir eine präzise Aussage, die sich dann Jahrhunderte später genauso erfüllt. Und das kann man natürlich mathematisch behandeln, dieses Problem. Da setzt man eine Wahrscheinlichkeit an und so weiter und fängt an zu rechnen. Und ich habe diesen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis einmal irgendwo vorgestellt. Und dann kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, wissen Sie, muss man erst Mathematik studieren, um zu wissen, dass es Gott gibt? Ich sage, natürlich nicht. Ja, da hat sie gesagt, aber gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, das auch zu zeigen? Und da hat diese Frau mich auf eine gute Idee gebracht. Da habe ich gedacht, was ist so grundlegend, was alle Menschen verstehen? Ob Analphabeten oder Nobelpreisträger, wer wir auch sind und in jedem Land, in jeder Sprache, was ist eigentlich ein Urphänomen, das jeder versteht, wo man anknüpfen kann bei jedem Menschen? Und so kam ich auf die Idee, das ist die Liebe. Und die Liebe ist offenbar so generell, so weit, das versteht jeder. Und wir haben alle die Sehnsucht nach Liebe. Und ich will mal fragen, ist jemand hier, der nicht geliebt sein möchte? Gibt es hier jemanden? Kein. Also alle wollen geliebt sein. Ist das nicht schön? Also können wir wunderbar anknüpfen an der Liebe. Wunderbar. Das ist ganz großartig. Also wissen wir jetzt schon auf dem richtigen Weg, was wir tun wollen. Aber wir haben ein Problem, wenn wir Gott beweisen wollen. Natürlich kann man Gott nicht in seiner ganzen Fülle beweisen, das kann kein Mensch. Wir können aber Details von Gott, spezifische Eigenschaften, die können wir beweisen. Also ein Gottesbeweis ist kein allgemeiner Beweis über die Gesamtheit von Gott, sondern nur ausschnittsweise bestimmte Dinge über seine Intelligenz, über seine Allmacht, über seine Liebe, das können wir nachweisen. Und so wollen wir uns an die Arbeit machen. Wir haben zunächst mal ein ganz großes Problem, wenn wir Gott nachweisen wollen. Wir haben es mit zu tun mit einem Gott, den man nicht sieht. Wir sehen ihn nicht. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn noch nie gehört im Ohr. Also wir wollen über einen Gott reden, über einen Gott sprechen und sagen, den gibt es und haben ihn selber nie gesehen. Das ist doch merkwürdig, oder? Erstmal eine ganz merkwürdige Situation, in der wir uns befinden. Und wir können überlegen, wie die Heiden nachgedacht haben auf der ganzen Welt, überall. Sie haben erkannt, es muss einen Urheber aller Dinge geben. Das haben sie alle erkannt. Das steht ja auch im Römerbrief, dass wir das alle erkannt haben. Aber jetzt kommt ein Problem bei den Heiden. Sie haben diese Schöpfung gut beobachtet, aber sie haben nicht herausgefunden, ist dieser Gott gut oder ist er böse? Stimmt's? Das kann man nicht sehen. Es kann sein, dass dieser Gott gut ist. Es kann auch sein, dass er böse ist. Das wissen wir noch gar nicht. Wenn wir die Natur beobachten, müssen wir den Heiden recht geben, denn sie beobachten, dass diese Welt, die hat Güte, sie hat auch Bosheit. Es gibt Dunkelheit in dieser Welt und es gibt Licht. Es gibt Gewalt und Sanftmut. Es gibt Liebe und Hass. Alles finden wir in dieser Welt. Und so sind sich die Heiden uneinig und sie haben sich weitgehend entschieden, dieser Gott muss böse sein. Nur wenn er böse ist, dann müssen wir ihn besänftigen. Wir müssen ihm irgendwas opfern, dass er gut gestimmt ist. Und da haben die Leute ganz viele Methoden erfunden, wie sie diesen Gott ehren können, wie sie ihn besänftigen können, dass es irgendwie gut ist. Und da haben sie in manchen Religionen das Scheußlichste ausgearbeitet, wie sie Gott ehren. In Kamerun gibt es eine Religion, da werden die Babys, wenn sie geboren sind, geopfert in dem Sinne, dass ihnen heißes Wasser in den Mund gegossen wird und viele sterben daran. Und sie meinen, wenn dieses Opfer von Gott angenommen wird, von diesem Gott, den sie nicht kennen, dann bekommen sie eine gute Ernte. Wir sehen, sowas gibt es und es gibt etwas anderes auch, wo mir in Japan jemand gesagt hat, wir haben die beste Religion, die es gibt. Und ich habe ihm recht gegeben. Ich sage, ja, glaube ich. Ich sage, ich bin hier durch die Straßen von Kyoto gegangen, eine Nacht, und da sah ich Frauen, gingen ganz allein auf der Straße, haben keine Angst. Ich sage, es stimmt, sie haben die niedrigste Kriminalstatistik der Welt und offenbar führe ich das auf ihre Religion zurück. Und der Professor, dem ich das sagte, der war begeistert, er sagte, wunderbar, dass die Christen uns sogar bestätigen, dass wir die beste Religion haben. Und dann holte ich aus meiner Tasche ein neues Testament in Japanisch raus, gab ihm das. Ich sage, ihre Religion mag gut sein für diese Welt,
Aber wenn sie ewiges Leben haben wollen, das finden sie nur bei Jesus. Er sagt, das werde ich lesen, das will ich wissen. Wir sehen also, es gibt ein weites Spektrum. Manche sagen, Gott ist gut und das Leben wird gut organisiert. Und bei manchen ist das ganz schlecht. Und wir stellen fest, wenn wir die Schöpfung beobachten, dass sie einerseits sehr, sehr genial gemacht ist. Unvorstellbar genial. Unsere Erdachse hat eine Neigung von 23,5 Grad. Man kann mathematisch nachweisen, dass dieser Neigungswinkel dazu beiträgt, dass die größtmöglichste Fläche auf dieser Erde nutzbar gemacht werden kann. Das muss doch genau konstruiert sein. Ist ja unglaublich. Oder denken wir an das Hämoglobin, das wir im Blut haben. Das ist so unvorstellbar präzise gemacht, dass kein Chemiker dieser Welt und kein Mathematiker nachrechnen kann, wie die Folge der einzelnen Aminosäure in diesem Molekül sein muss, um den richtigen Sauerstofftransport zu gewährleisten. Das geschieht aber. Das kann keine Evolution machen, da müsste man das probieren. Probieren geht nicht, das wäre sofort der sichere Tod. Also sehen wir, wo auch wir hinschauen, es ist alles hochgenial gebaut. Wunderbar. Also dieser Gott, können wir schon mal sagen, der dahinter stehen muss, muss hochintelligent sein, weil er alles vermag, sowas zu bauen. Das ist die eine Seite. Also wir haben schon mal festgestellt, dieser Urheber muss unvorstellbar genial sein. Kommt kein Physiker, kein Chemiker, niemand kommt damit. Aber gleichzeitig beobachten wir, dass diese Welt auch kaputt ist. Als ich in Australien war, dort an der Nordküste, ein wunderbarer, heißer Tag, noch heißer als heute hier, da hat man den schönen Ozean vor sich gesehen. Jetzt dachte man, jetzt das Einzige hier in dieses Wasser hinein und abkühlen. Aber da stand ein großes Schild, Baden strengstens verboten. Ich dachte, was ist das denn? Nun kommt man so weit angereist und dann darf man dann ja nicht mal baden. Und dann stand aber auch die Begründung, hier gibt es Würfelquallen. Und die Würfelqualle ist das giftigste Tier, was wir auf dieser Welt haben. Das ist eine Qualle mit langen Tentakeln und die spritzt ein Gift ab, wo es bisher noch kein Gegengift gibt. Wenn du davon, von dieser Tentakel berührt wirst, ist der absolut sichere Tod. Und dieses Gift ist 90 Mal giftiger als das Gift der Klapperschlangen. Das ist auch diese Welt. Und auf dieser Welt haben wir über 400 giftige Schlangen. Wobei sie unterschiedlich giftig sind. Der Inland-Taipan in Australien ist 850 Mal sogar giftiger als die Klapperschlange. Also wenn du davon gebissen wirst, hast du Pech gehabt. Nicht wahr? Das ist eine Tragik. Also da kann man nur sagen, Vorsicht bei diesen Schlangen. Und insgesamt gibt es 1,5 Millionen Gift in dieser Schöpfung. Was ist das denn? Hochgenial gebaut, auch diese Gifte, die dort erzeugt werden, die kann man chemisch gar nicht nachbauen, kann man gar nicht synthetisieren. Wir wissen gar kein Verfahren, wie man das machen muss. Und darum wird solchen Schlangen Gift entnommen, um ein Gegengift zu erzeugen. Weil das hochgenial gemacht wird und auf ganz kleinste Stelle, nicht wahr, in einem Organ wird das Gift hergestellt. Wie geht denn sowas so kompliziert? Und das wird an ganz kleiner Stelle hergestellt. Also auch das hochgenial, aber auch sehr böse, muss man sagen, diese Gifte, die wir dort sehen. Und ich will noch eine andere Geschichte erzählen, die ich so erlebt habe in Namibia. Da war ein wunderbarer Baum in der Wüste und ich wollte unbedingt ein Foto machen. Ich fotografiere ja gerne und da wollte ich so ein Foto haben von diesem Baum. Aber da waren auch so Büsche und ich wusste, in dieser Wüste gibt es giftige Schlangen. Da dachte ich, Werner, was machst du jetzt? Bleibst du außen vor? Hast du natürlich kein Foto von dem Baum. Aber vielleicht schleichst du dich da so langsam rein und hast du so ein Foto. Ich mache das natürlich, war mutig offenbar an dem Tag. Dann gehe da rein in diese Wüste und sah die Büsche dort und guckte überall, ob da eine Schlange rausguckt. Hätte ja sein können, nicht? Und dann habe ich so gedacht, ein Biss, schwuppdiwupp, bist du weg, nicht? Wäre ja ein Jammer, nicht? Gäbe es kein Werner Gitt mehr. Und dann war das so, ich habe das wirklich gemacht und habe das Foto gemacht und war froh, dass ich aus dieser giftigen Wüste endlich raus war. Also Leben doch noch gerettet. So sehen wir, so ist das, wir hängen am Leben. Aber was ich damit sagen will, wir haben eine Schöpfung vor uns, die hochgenial ist, auch in den Giften, aber die auch
sehr lebensgefährlich ist. Schwuppdiwupp, bist du gebissen von so einem Viech, bist du weg. Also das sehen wir. Wie kommt das eigentlich? Warum ist das so, wenn das so ein genialer Schöpfer gemacht hat? Nun, wir werden die Welt nicht erklären können, wenn wir nicht das berücksichtigen, was die Bibel uns auf den ersten Seiten erklärt. Gott hatte ein einziges Gebot den Menschen gegeben, sie sollen nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis. Und Gott hat auch gesagt, wenn ihr das tut, da werdet ihr sterben. Das bringt euch den Tod und Krankheit und Leid, alles andere handelt ihr euch ein. Sie waren ungehorsam, aßen davon und dann passierte genau das, was Gott sagt. Es passiert immer das, was Gott sagt und sie starben erst den geistlichen Tod und irgendwann kam der leibliche Tod und dann im Anschluss kommt der ewige Tod. Also es stimmte, was Gott gesagt hat. Und so leben wir in einer Welt nach dem Sündenfall. So müssen wir sagen. Weil es den Sündenfall gab, darum ist diese Schöpfung auch voller Gefahren, voller Nöte, voller Krankheit, voller Leid. Das ist der letzte Grund dafür. Jede Wissenschaft, die den Sündenfall nicht berücksichtigt, die gar nicht darüber redet, läuft automatisch fehl in der Deutung. Eine Psychologie, eine Biologie, die den Sündenfall nicht einbaut in ihre Theorien, hat die Grundvoraussetzung zum Verständnis dieser Welt nicht eingebracht und läuft fehl. Und darum gibt es die Evolution, weil man das nicht bedacht hat. Ganz einfach. Es kommt darauf an, dass wir für die Deutung dieser Welt die Bibel mit dazu nehmen. Also wir denken ja weiter nach, wie kommen wir an diesen Gott ran, wie ist das? Und da las ich neulich von einem Journalisten ein Buch und er hatte beschrieben, wie man sich einen Gott vorstellen kann. Er hatte so seine Idee entwickelt und ich nenne uns das mal zitatmäßig. Er sagt, wahrscheinlich wie ein ins Überdimensionale und Übermenschliche gesteigerter Komikheld, ein kosmischer Superman, Batman oder Spider-Man, stark, unverwüstlich, Athlet, Sheriff, ein Schützer von Recht und Ordnung für das ganze Universum. Na, das ist doch ein Wort. Nicht? So hat er sich vorgestellt, so müsste Gott sein. So ein Sheriff, nicht wahr? Mit einem dicken, langen Colt vielleicht oder wie. Also hat er sich das ausgemalt, wie Gott sein müsste. Und wenn wir alle möglichen Gedanken noch dazu nehmen, die uns die Philosophen genannt haben, da gibt es ja tausenderlei, die auch Vorstellungen von Gott gehabt haben. Aber wenn wir Bilanz ziehen, sie sind alle falsch. Keiner kann uns wirklich sagen, wer Gott ist. Niemand. Wir haben ihn nie gesehen. Wir kennen nichts von ihm. Und so geht Gott einen anderen Weg. Was macht er? Er sagt uns selbst, wie er ist. Das hätten wir nie von alleine herausgefunden, niemals. Aber Gott sagt es uns sehr detailliert, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist gut, denn dann sind wir auf der richtigen Spur, dann erfahren wir die Wahrheit. Und ich nehme jetzt mal so einige Zitate aus seinem Wort, wo wir von ihm erfahren, wer er ist. In Jesaja 55,8 lesen wir, denn eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Boah, das ist ein Satz. Das sagt Gott. In Jesaja 51, 6 lesen wir, mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Also, Gott stellt sich vor als der, der gerecht ist. Viele Parteien nennen sich ja Gerechtigkeitspartei und wir wollen alle gerecht sein, nicht wahr? Der Einzige, der wirklich gerecht ist, ist Gott. Und so stellt er sich vor. In Psalm 100, Vers 5 lesen wir, seine Gnade währet ewig. Die hört nicht auf. Immer stellt er sich vor als der, der uns Gnade gewährt. Weiterhin in 2. Samuel 7, 28, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit. Nirgendwo finden wir ein Buch auf dieser Welt, das ausschließlich Wahrheit ist. Gibt es nicht. Nur dieses eine Buch, die Bibel, das ist Wahrheit. Hier haben wir Wahrheit pur. Das ist wichtig zu wissen. Wenn wir die Welt verstehen wollen, wenn wir uns verstehen wollen, brauchen wir dieses Buch, das ausschließlich Wahrheit ist und uns genau zeigt, wer wir sind und wer Gott ist. In Jeremia 31,3 lesen wir,
Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. So ist Gott. Er zieht uns zu ihm hin, aus Güte. Johannes 14, 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und noch ein Wort, 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Niemand ist so barmherzig wie Gott. Niemand. Und sein Sohn. Und so sehen wir, bei ihm kommt alles zusammen, bei diesem Gott. Er ist Güte, er ist Liebe, er ist Barmherzigkeit, er ist Wahrheit, er ist Gnade. Stellen wir uns einmal diese Sammlung von Begriffen vor. Alle sind vereinigt in Gott. Das hätten wir durch kein wissenschaftliches Forschungsprogramm herausbekommen, auch durch kein Theologenteam, sondern nur dadurch, dass Gott uns informiert, wie er uns sagt, wer wir sind. Wie würden wir uns Gott vorstellen, wenn wir einmal selbst anfangen würden zu überlegen? Nun, wir würden sicherlich sagen, es ist gut, wenn er vollkommen ist. Also der muss komplett vollkommen sein, es muss alles okay sein. Das wäre das Erste, was wir sicher alle sagen würden. Und wir würden sicher auch sagen, wenn er Gott sein will, dann muss er auch alles wissen, muss er über alle Dinge Bescheid wissen. Also sagen wir, er muss auch allwissend sein. Und wir würden weiter noch sagen, wenn wir überlegen, wie Gott sein sollte, er müsste auch allmächtig sein. Er dürfte also nicht irgendwo hinten runterfallen und keine Macht mehr haben. Das würden wir sagen, so sollte Gott sein. Aber prüfen wir einmal, ob wir solch einen Gott haben wollen überhaupt. Denn dieser Gott sagt im Psalm 139, Herr, du durchschaust mich und kennst mich durch und durch. Und ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Puh, was ist das denn? Da ist einer, der hat mich zutiefst durchschaut, wer ich bin. Ich habe noch gar nicht meine Gedanken formuliert und ausgesprochen. Da weiß er das ja schon. Alles ist ein aufgeschlagenes Buch vor ihm. So ein Gott. Nun, da kann man Angst bekommen, oder? Geht es uns nicht so? Da bin ich schockiert. Das ist ja fast so, wie wir es lesen in dem Buch von George Orwell 1984, wo der große Bruder ist, wo es heißt, der alles im Griff hat, überall sind Beobachtungskameras, alles wird durchforscht und so weiter. So hat er sich das ausgemalt. Oder denken wir an die Stasi früher in der DDR, als wurde alles aufgezeichnet, es wurde verraten und dann wurden dicke Akten geführt von jedem, was der gemacht hat und man war fast durchschaut. Aber wir sehen, wenn wir über Gott nachdenken, das ist ja viel, viel, viel intensiver. Nicht nur, dass da uns jemand beobachtet und das wird aufgeschrieben. Bei Gott ist ja noch viel, viel schlimmer, möchte ich mal sagen, in Gänsefüßchen, weil er alle Dinge weiß. Selbst meine geheimsten Gedanken, all meine Vorstellungen kennt er. Ich bin ja vollkommen durchschaut. Was kann man da sein? Nun, gibt es nur ein Wort, schockiert. Einfach schockiert. Alle meine geheimsten Gedanken, das sind ja nicht immer die besten Gedanken, nicht wahr, die wir hegen. Geht es uns ja allen so. Die sind erkannt, wir sind durchschaut. Puh, was ist das? So einen Gott möchte ich eigentlich nicht haben. Eigentlich, sage ich. Und doch, wir haben eine Zutat vergessen bei diesem Gott. Nämlich dieser Gott, der sich so vorstellt, allmächtig, vollkommen und allmächtig, ist gleichzeitig ein Gott der Liebe. Die Stasi hatte keine Liebe, die haben die Leute knechten wollen, genau aufgepasst, die waren gegen die Menschen. Dieser Gott ist für uns. Und wenn wir irgendwelchen Kram denken, der nicht so gut ist, dann weiß Gott das und er leidet mit uns. Er leidet mit uns, worunter wir leiden, weil er alles weiß. Er kennt uns ganz genau. Wir haben es zu tun mit einem Gott der Liebe. Und wenn wir uns in die Arme eines Liebenden begeben, wird uns nichts Schlechtes passieren. Stimmt's? Dann haben wir sogar jemanden, der uns durch und durch versteht. Der genau weiß, warum wir so denken.
Er kennt uns zutiefst. Und er versteht uns. Und wo wir leiden, leidet er mit uns. Wir sehen, wir haben jemand auf unserer Seite, einen Gott, wenn er der Gott der Liebe ist, dass wir dann uns nichts Besseres wünschen können, als einen Gott der Liebe, der uns auch vollständig versteht. Wer versteht uns vollständig? Gibt es ja nur ganz wenige Menschen, wenn überhaupt einen, der uns vollständig versteht. Dieser Gott, ja. Und dieser Gott ist ein Gott, der Wunder tut in seiner Liebe. Ich will mal eine Geschichte erzählen. Ich bin ja noch in Ostpreußen geboren und ich las vor einiger Zeit eine schöne Geschichte im Ostpreußenblatt. Und die hat mich zutiefst bewegt. Da war auf einem Bauernhof, wie das in Ostpreußen viel der Fall war, da gab es ein großes Rad auf der Scheune und da haben die Störche ihre Nester gebaut. Und ich kann mich noch erinnern als Kind, nicht wahr, wenn die Störche zurückkamen und dort wieder ihr Nest bezogen, dann klapperten die, nicht wahr, das war einfach eine große Freude, das so zu sehen, nicht wahr. Den Langbein mit den roten Beinen und so weiter, das war immer schön. Und jetzt war Folgendes passiert in Ostpreußen. Ist eine wahre Geschichte, ist verbürgt, dass sie wirklich so stattgefunden hat. Da war ein Storch, der hatte sich irgendwo in einen Zaun oder so verletzt und er konnte nicht mehr fliegen. Und der Bauernsohn hat das gesehen und er hatte Mitleid mit dem Storch und hat ihn mitgenommen. Und weil er nicht mehr fliegen konnte, hat er ihn gefüttert und hat ihn so hochgepäppelt, hat alles Mögliche für ihn besorgt und der fühlte sich wohl, nicht wahr, der Storch, er musste gar nicht mehr irgendwo sich Frösche suchen, er bekam alles frei Haus geliefert dort. Und jetzt kam der Herbst, aber er war nicht so weit fähig, dass er fliegen konnte. Die anderen flogen alle nach Süden und dieser musste nun da bleiben. Kein Problem, dieser Junge dort, der hat ihn auch durch den Winter gebracht, hat ihn den ganzen Winter über gepflegt. Und der ließ sich das auch gefallen und dann im nächsten Herbst, da war der wieder so gut hergerichtet, dass er wieder mit den anderen nach Afrika fliegen konnte. Wunderbar. Das war übrigens zeitlich gesehen zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Und dieser junge Mann wurde Soldat und er wurde gefangen genommen, kam in französische Gefangenschaft und man hatte ihn hingebracht in die Kolonie nach Afrika und musste dort auf dem Feld arbeiten. Die Eltern dort in Ostpreußen auf dem Bauernhof wussten überhaupt nicht. Sie haben keine Nachricht bekommen von dem Sohn. Nichts wussten sie. Wir waren in großer Sorge, wo ist unser Sohn? Ist er vielleicht irgendwo gefallen oder sonst was? Und jetzt, der arbeitet dort auf der Kolonie, bei noch heißerem Wetter, als wir es heute Morgen haben. Und dann kommt auch irgendwann der Herbst. Und er sieht, wie die Störche nach Norden fliegen. Im Frühjahr muss das gewesen sein. Die fliegen nach Norden und er denkt, boah, die fliegen jetzt hier von Afrika nach Ostpreußen, in mein Zuhause. Und er sieht die dort fliegen und beobachtet das. Und in dem Moment schert einer aus der Kolonne dieser Störche aus, fliegt auf den jungen Mann zu und landet direkt vor ihm. Können wir uns das vorstellen? Der landet dort und klappert und was weiß ich, macht ein Spektakel. Und dann guckt er genau hin, der Junge, das ist ja mein Storch, den habe ich doch gepflegt, ich kenne ihn wieder, jede Feder kenne ich wieder, das ist er ja. Er denkt, was mache ich jetzt? Ich werde ihm eine Botschaft mitgeben. Und er nimmt einen Zettel und schreibt auf, wo er ist, in Afrika, er lebt, da wussten die Eltern ja nichts von. Einen Zettel, den wird am Flügel festgemacht und der Storch fliegt weiter. Ab nach Ostpreußen, zurück zum alten Bauernhof. Jetzt kommt er dort an, was macht er? Der landet sofort nicht in seinem Nest, sondern geht vors Haus und sieht die Eltern dort von dem jungen Mann und klappert da auch, flackert mit den Flügeln und macht alles Mögliche an Bewegungen. Und die sagen, was ist mit dem Storch los? Und sie gucken ihn sich genau an und entdecken sie am Flügel einen Zettel. Und sie nehmen den Zettel ab und gucken, es ist ein Brief von ihrem Sohn, der lebt. Gewaltig, der lebt. Und sie haben dann, das wurde in diesem Falle gemacht, die haben das gemeldet bei irgendeiner Militärorganisation und es gab einen Austausch. Es wurde dieser Sohn getauscht mit einem anderen Gefangenen, einem Franzosen, der gefangen war. Und dann gab es diesen Tausch und er konnte zurückkommen.
Die Eltern sind durch diese Situation zum Glauben gekommen. Sie sagen, das ist so unvorstellbar, was Gott hier tut. Das ist ein liebender Gott, der alles dran setzt in seiner Liebe, ja sogar, um Menschen zu retten. Das ist Gott. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und stellen wir uns vor, dieser Gott ist auf der Suche nach uns. Der sucht uns. Der sucht jeden Einzelnen von uns. Viele hat er schon gefunden, vielleicht manche noch nicht. Aber er sucht uns, er sucht uns. Und wie sucht er uns? Er sucht uns zunächst einmal bedingungslos. Er fragt nicht, wie alt du bist, wie jung du bist, wie, ob du viele Haare hast oder gar keine Haare oder Glatze, ob du grau bist oder weiß oder schwarz. Oder er fragt überhaupt nichts. Nichts spielt bei ihm als Bedingung eine Rolle. Er sucht uns bedingungslos. Und er sucht uns in seiner Liebe und er sucht uns in seiner Barmherzigkeit. Das ist dieser Gott. Die menschliche Liebe sucht den anderen, weil er so ist, wie er ist. Bei Gott ist es anders. Die göttliche Liebe liebt den anderen ganz gleich, wie er ist. Brutto. So komplett, wie er ist, wird er geliebt. Das ist nicht schön. Das gilt für uns auch heute. Er liebt uns so bedingungslos, wie wir sind. Wir Menschen brauchen die Information, was Liebe ist und von welcher Art die Liebe Gottes ist. Wir Menschen haben ja auch viel nachgedacht über Liebe. Aber was ist dabei rausgekommen? Man kann ja sagen, das ist Makulatur der Weltgeschichte. Und wenn das noch von so klugen Dichtern gesagt worden ist. Ich nenne uns mal so ein paar Ergebnisse, was so Menschen herausgefunden haben. Liebe ist die ständig variierende Mischung aus dem Glück, jemanden zu haben und aus der Angst, genau diesen jemand zu verlieren. Die Liebe ist Sehnsucht, sagt Hans Christian Andersen, und gestillte Sehnsucht vergeht. Und Napoleon meinte, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Was ist das denn? Und mit Liebe kann man alles kaufen. Mit Geld kann man alles kaufen. Auch die Liebe, sagt auch ein anderer Dichter. Wir sehen, wir kriegen es nicht hin, was Liebe wirklich ist. Und darum brauchen wir Gott, der uns das sagt. Würden wir einem Evolutionstheoretiker die Frage stellen, was ist Liebe? Der hätte sofort eine Erklärung, würden Sie, ja, im Gehirn, da bilden sich bestimmte Makromoleküle und wenn diese Makromoleküle eine bestimmte Konzentration ist, das empfinden wir als Liebe. Stimmt das? Das ist Fantasie, das ist nicht Liebe. Sondern Liebe ist etwas Wesensmäßiges und dieses Wesensmäßige gibt es so in Reinkultur nur bei Gott. Und darum sagt die Bibel uns auch, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und ich finde das schön, manchmal ist es in anderen Sprachen noch viel deutlicher gesagt, und so in diesem Falle auch in der russischen Sprache. Die russische Grammatik ist ja so, dass es keinen Artikel gibt und auch kein Hilfsverb. Also wenn ich sage, das Wetter ist schön, dann wird der Russe wie sagen, Wetter schön. Also, Pagoda хорошо, ja. Roshaya. Muss ich noch lernen. Gar nicht so leicht, so eine Sprache. Pogada, ja? Roshaya. Also, Wetter, schön. Aber jetzt kommt, wenn in der russischen Bibel gesagt wird, dass Gott Liebe ist, könnte man das grammatisch völlig richtig sagen, Bog, Ljubov. Also der Artikel wird weggelassen und auch das Hilfsverb. Aber hier nicht, bei Gott, da wird ein extra Wort eingeschoben, das Wort jest. Und jest drückt eine vertiefte Beziehung aus. Bog jest ljubav. Also Gott ist wesensmäßig Liebe. Alles, was Gott ausmacht, ist Liebe. So wesensmäßig ist Gott Liebe. Ich finde das schön, wenn man manchmal zur Hilfe eine andere Sprache nehmen kann, um das deutlich zu erkennen. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann sagt Gott nicht, du bist beliebt bei mir. Das ist was anderes. Nicht? Beliebt ist manch einer. Aber wenn Gott sagt, ich liebe dich, das ist tief. Das ist ungeheuer tief. Und Gott liebt mich nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott gut ist. Ich werde geliebt, weil Gott gut ist. Das ist der Grund.
Das müssen wir auch wissen. Manch einer sagt sich, oh, ich habe so viel gesündigt, ich habe so viele Dinge in meinem Leben falsch gemacht, da kann mich Gott nicht lieben. Stimmt nicht, sondern weil Gott gut ist, darum liebt er dich. Und er liebt dich grundlos. Das ist schon mal sehr wichtig. Das sagt uns Gott so deutlich in seinem Wort. Wir haben vorhin gesagt, wir haben Gott nie gesehen. Stimmt nicht ganz. Gott bleibt nicht im Verborgenen, sondern er kommt zu uns. Das ist das Gewaltige. In keiner Religion ist irgendein Gott zu uns gekommen. Da können wir gehen vom Islam, da ist kein Allah gekommen, da ist kein Vashni gekommen und wie sie alle heißen in den Religionen. Nie ist, hat sich einer sehen lassen. Kein Manitou ist zu den Indianern gekommen. Nie. Einer kam als Gott zu uns. Und das war Jesus. Jesus kam zu uns Menschen. Das ist einmalig. Wenn uns jemand fragt, was ist das Besondere der biblischen Botschaft, dann können wir sagen, das Besondere ist, dass ein Gott mich besucht hat. Keiner kann das sagen, niemand. Hier hat uns Gott besucht. Und das lesen wir im Philipperbrief Kapitel 2, 6 bis 7. Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich, obwohl er Gott war, kam er als Mensch. Er ging genauso über diese Erde wie wir. Er hatte Hunger und Durst, wie wir auch. Wenn er dort durch die Wüsten und ging, hatte er staubige Füße. Und abends wurde er genauso müde wie wir. Alles, alles wie wir auch. Aber er war gleichzeitig Gott. Und das hat er auch gezeigt, dass er Gott ist. Er konnte jede beliebige Krankheit heilen. Egal, ob das Lepra war oder auch wenn jemand blind war, wo man sagt, der ist schon 37 Jahre blind, der hat noch nie in Augen, der hat noch nie das Licht gesehen. Dann kamen solche Menschen zu ihm und Jesus hat ihn heil gemacht. Er konnte augenblicklich sehen. Das kann nur Gott. Und wir sehen, was Gott, was Jesus getan hat, das waren immer Dinge, die kein Mensch tun kann. Das heißt, er hat sich ausgewiesen, dass er, obwohl er als Mensch erschien, Gott ist. Und er hat uns die Botschaft der Liebe gebracht. Wie müssten wir Menschen jetzt darauf reagieren? Nun wie? Wie müssten wir reagieren, wenn plötzlich ein Gott zu uns kommt und der durch seine Taten zeigt, dass er uns liebt, dass er jeden Menschen liebt und dass er jedem Menschen nur Gutes tut? Was müssten wir sagen? Na, wir müssten jubeln, oder? Das ist Gott, haben wir ja noch nie gesehen. Er ist da. Herr, wir beten dich an. Haben wir das gemacht? Es ist sehr, sehr traurig, was da steht. In Lukas 19, Vers 14, da heißt es, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ist das zu fassen? Ich kann es nicht fassen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, der es gut mit uns meint, der mit in Liebe zu uns gekommen ist. Und Jesus beklagt das auch, dass sie ihn abgelehnt haben. In Lukas 7, Vers 33 und 34 lesen wir das. Da sagt Jesus, Johannes der Täufer fastete oft, trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist doch verrückt. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt, wie jeder andere auch. Und ihr beschimpft ihn und sagt, er ist ein Fresser und Säufer. Verbrecher und anderes Gesindel sind seine Freunde. Da sagen sie, guckt euch den mal an, ich war der redet mit den Zöllnern, der redet mit den Sündern, mit allem. Und die ganz großen Pharisäer, die sich für sündfrei hielten, die haben nur mit dem Finger auf ihm gezeigt, weg mit ihm, können wir nicht gebrauchen. Ist das nicht schrecklich? Wir wollen ihn gar nicht, wir lehnen ihn ab, obwohl er in Liebe zu uns kam und alles gebracht hat. Was würden wir tun als Mensch in dem Moment? Wir sagen, Adios, ich kam zu euch vom Himmel, habe euch gute Botschaft gebracht, ihr wollt es nicht, ich gehe wieder. Aber nicht Jesus. Jesus nicht. Er sagt, ich bleibe. Ich werde meinen Auftrag erfüllen. Und er setzt einen drauf und er verkündigt eine Botschaft, die er selber tut. Stellen wir uns das mal vor.
Ich wünschte mir so sehr, alles, was ich sage, dass ich das hundertprozentig auch tue. Muss ich bekennen, tue ich auch nicht. Schaffe ich nicht. Pleite. Alles pleite. Bei Jesus anders. Er lehrt und tut genau, was er lehrt. Das ist gewaltig. Er kommt zu uns und hat gelehrt, seid fröhlich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15. Hat er das getan? Hat er das getan, was in der Bibel steht? Seid fröhlich mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden? Hundertprozentig. Da war er auf der Hochzeit zu Kana, die wollten feiern und fröhlich sein. Da hatten sich zwei Menschen gefunden und dann war der Wein alle. Und dann war seine Stunde gekommen. Er sagt, fehlt die Krüge, jede Menge, kommt nicht auf ein paar Hektoliter an, jede Menge. Und dann macht er daraus durch seine Allmacht und seine Vollmacht Wein. Und der Speisemeister sagt, haben wir noch nie so einen Wein gehabt hier in Israel. Der ist ja so lecker, das ist ja unglaublich, nicht der beste Wein, den es gibt. Und dann waren sie fröhlich. Und Jesus, der hat nicht in der Ecke gesessen und gedacht, ich bin ein frommer Mensch, nicht wahr? Die anderen, die jubeln darum, haben sie gar keinen Grund zu. Nein, ich bin ganz fest davon überzeugt, der feierte mit ihnen und war fröhlich. Er hat fröhlich mitgefeiert, okay? Dass wir nicht eine falsche Vorstellung von diesem Jesus haben. Er war mitten unter uns, hat sich mitgefreut über das Paar. Aber wir sehen hier, der steht auch, weint auch mit den Weinenden. Hat er auch getan. Erinnern wir uns an diese Geschichte in Bethanien, der Lazarus war gestorben und dann heißt es in der Bibel, Jesus kam zu spät. Er hatte sich ganz bewusst verspätet, denn der Lazarus war krank und jetzt plötzlich ist er tot. Und die Frauen kommen ihm entgegen und sagen, wärst du doch früh gekommen, wir wussten, du kannst Kranke heilen, du hättest den Lazarus sofort heilen können, aber jetzt zu spät, er ist tot, mausetot. Was jetzt? Und sie weinen bitterlich. Die Frauen weinen. Und was tut Jesus? Das trifft mich immer zutiefst, wenn ich das lese. Das Erste, was Jesus tut, er weint mit den Frauen. Hat mir mal jemand gesagt, er hat geheuchelt. Irrtum. Heucheln ist eine ganz schlimme Sünde. Er hat nie geheuchelt. Er hat wirklich echt mit den Frauen geweint. Er war mit ihnen traurig. Er hat sich in diese Frauen hineinversetzt, in diese Trauer und hat mitgeweint. Genauer wie er mitgefeiert hat, hat er auch mitgeweint. Obwohl er wusste, in 3 Minuten hole ich den aus dem Grab raus. Hat er auch gemacht. Er ging in das Grab und gibt den Befehl, tut den Stein einmal weg. Da haben die alle geschrien, bloß nicht den Stein weg, der stinkt schon hier in der Hitze Israels, nicht wahr? Das zerfällt schon alles, nicht wahr? Die langen DNS-Moleküle haben die damals natürlich nicht gewusst. Heute sagen wir das so, diese Moleküle, die langgestreckten Moleküle, die sind jetzt schon zerfallen und der Wind hat die mitgenommen, diese Moleküle, ab bis nach Jerusalem und sonst wo waren jetzt schon die Einzelteile von diesen langgestreckten Molekülen hingefahren, nicht wahr? Und die Leute, die da waren, die riechen das und das ist Leichengeruch, nicht? Leichengeruch sind die Molekülenden von den Eiweißstoffen, von all dem, ne? Und jetzt sagt Jesus in das Grab hinein, Lazarus, komm mal raus! Am Wort, ne? Und als er das ausspricht, da kommt er. Was bedeutet das jetzt naturwissenschaftlich gesehen? Wir wissen, können wir das ja heute alles einordnen. Das heißt, alle diese Molekülenden, die schon bis nach Jerusalem verflogen waren und sonst wohin, die kriegen den Befehl, ab Marsch zurück in Zelle 7.368.735. Und die wussten genau, da muss ich hin, da war ich. Der Befehl des Schöpfers ist, Befehl, da muss ich hin. Ich wünschte mir, dass ich auch so gehorsam wäre wie die Moleküle, oder? Wünschen wir uns auch, nicht? Aber die waren gehorsam, die mussten genau das tun, was Jesus sagt. Und dann ist der Lazarus völlig wieder da. Wir sehen, dieser Jesus hat Vollmacht mitgebracht. Unglaublich. Und noch etwas Schönes. Da war eine Situation, da fragt der Petrus, Herr, wie oft muss ich vergeben? Ist es genug, 7-mal? Der war so ein bisschen mathematisch angehaucht, würde ich fast sagen, auch mit seinen Fischen dann. Er hat ja auch Fische gezählt. Nicht? Und so kann man sagen, hat er gesagt, 7-mal ist das genug. Und da sagt Jesus ihm, nein, nicht 7-mal, sondern 7 mal 70 Mal. Also schnell ausgerechnet, 490 Mal vergeben. Nein, damit wollte Jesus sagen, vergib immer.
Nun, das ist eine wunderbare Sache, wenn wir das wissen. Wenn Jesus sagt, vergib immer, wenn er das lehrt, was ist die Schlussfolgerung für uns? Na was? Er vergibt immer. Er vergibt dir auch 490 Mal. Ja, das ist gut zu wissen. Wenn ich in Sünde falle, dann weiß ich, ich kann zu Jesus kommen und kann sagen, Herr Jesus, du, ich bin wieder gestolpert, vergib mir, nimm mich an. Mit meiner Sünde kann ich nicht in den Himmel kommen, ich brauche deine Vergebung, vergib mir. Und was wird der Jesus sagen? Du, das hast du jetzt schon ein paar Mal gemacht, jetzt ist vorbei. Nein, Jesus nicht. Er sagt, ich vergebe dir wieder. Das ist kein Freibrief zum Sündigen, dass man das nicht so auffasst, aber wenn wir hineintapsen, er ist da und er vergibt uns. Das ist ganz wichtig. Dieser Jesus hat nicht nur getan, was er gelehrt hat, er setzt noch einen drauf in seiner Liebe. Was tut er nämlich? Er geht ans Kreuz, weil es für uns erforderlich war. Ohne das Kreuz Jesu würden wir uns alle ausnahmslos in der Hölle wiederfinden, weil wir alle gesündigt haben, ohne Ausnahme. Aber das Kreuz ist die Stelle, die Sündenabgabestelle, wo wir frei werden. Und dieser Journalist, den ich vorhin zitiert habe, hat doch etwas Wichtiges vom Kreuz erkannt. Und das hat mich tief bewegt, was der erkannt hat, nämlich er sagt, das Symbol des Christentums ist das Bild eines ans Kreuz genagelten Sterbenden oder schon toten Menschenkörpers. Das ist das totale Gegenteil von Macht, Kraft und Vollkommenheit. Der Kontrast in unserer üblichen Vorstellung vom Göttlichen könnte nicht schreiender und verstörender sein. Der Gott, der im Stall geboren wurde und am Kreuz starb, der sich tiefer als alle anderen ins Irdische und Diesseitige verstrickt hat, steht daher paradoxerweise am wenigsten in der Gefahr, eine selbstgemachte Kultpuppe seiner Verehrer zu sein. Ihn hätte sich niemand ausgedacht und ihn hätte sich auch niemand ausgesucht. Hat er richtig gesehen? Das ist etwas Außergewöhnliches, dass der Schöpfer des Universums, darum haben wir ja gestern gesprochen, dass der Schöpfer des Universums sich so tief zu uns herabneigt, dass er an das Kreuz geht, um für unsere Sünde zu sterben. Das ist das Höchstmaß der Liebe überhaupt, dass jemand aus Liebe für den anderen in den Tod geht. Und das hat Jesus getan. Diesen Tod, den wir vom Sündenfall verdient haben alle, nimmt er auf sich und stirbt an unserer Stadt. Das ist die Botschaft des Evangeliums, dass er alles auf sich nimmt. Gewaltig, was dieser Jesus tut. Er geht ans Kreuz und stirbt. Dieser Jesus hat uns gezeigt seine außergewöhnliche Liebe. Darüber müssen wir noch ein Stück nachdenken. Wir wissen alle, was ein Naturgesetz ist. Ein Naturgesetz ist etwas, was unumstößlich ist. Durch kein Experiment ist das zu widerlegen. Den Energiesatz der Physik kann niemand widerlegen. Der findet immer statt. Egal wo, ob im Atom, im Universum, wo auch immer. Das Fallgesetz findet immer statt. Man kann es immer wieder ausprobieren, es gilt. Und die Naturgesetze müssen einen harten Test bestehen, nämlich, dass es nie eine Ausnahme davon gibt. Das ist das Wesen eines Naturgesetzes. Über die Liebe Gottes steht ein Naturgesetz in der Bibel. Und zwar im Hohelied, Kapitel 8, Vers 6 im Alten Testament. Da ist die Rede von der Liebe Gottes, die wie ein Naturgesetz ist. Und da heißt es, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer ist fest wie die Hölle. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Also die Liebe Gottes ist so stark wie der Tod. Das heißt also, so unglaublich stark, unwiderlegbar, ist nicht durch nichts zu widerlegen, diese Liebe Gottes. Nun, wie bei den Naturgesetzen, muss man das erstmal prüfen, ob das stimmt. Und diese Prüfung fand wirklich statt. Nämlich wo? Am Kreuz. Am Kreuz
Das war ein harter Test. Das fing damit an, die Oberen in Israel sagten, ist er Gottes Sohn, dann steige er vom Kreuz. Also die frommen Leute, stellen wir uns vor, die eigentlich an ihn glauben sollten, die niederfallen sollten, ihn anbeten, die sagen, puh, wenn er Gottes Sohn ist, dann bitteschön, steig vom Kreuz. Was wäre passiert, wenn Jesus da vom Kreuz gestiegen wäre, wenn er ihn hätte das beweisen wollen? Was wäre passiert? Dann wäre das Naturgesetz der Liebe Gottes gekippt. Dann stimmt das nicht. Dann ist das, was im Alten Testament steht, die Liebe Gottes ist wieder stark, wäre widerlegt. Denn er ging nicht durch den Tod, aber er blieb am Kreuz. Das war der erste Test. Dann kam der zweite Test. Der Schächer am Kreuz sagt, hilf dir selbst und uns. Wir wollen unser altes Lodderleben weiterführen. Und wenn du uns hier runterholst vom Kreuz, dann leben wir das alte Leben weiter, dann haben wir es gut. Du bist doch Gottes Sohn, bitte mach das. Steig du vom Kreuz und hol uns auch runter. Was tat Jesus? Er tat es nicht. Und dann heißt es noch, die vorübergehen, die dort auch waren, also die dabei waren bei der Kreuzigung, die lästerten ihn auch und sagten, steig doch runter vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Wir sehen, Jesus tut das nicht. Er war in die Welt gekommen, um uns am Kreuz seine endgültige Liebe zu bezeugen. Das hat er getan. Hundertprozentig. Er hat durchgehalten und er starb wirklich den Tod, diesen Tod, der die Sünde besiegt, aber auch uns das Leben gibt. Jesus hat durchgehalten, das heißt, die Liebe Gottes ist wirklich wie ein Naturgesetz, sie ist nicht zu brechen, sie ist nicht zu kippen, durch nichts. Und hier zeigt uns Jesus auch nicht durch den Tod. Aber er hatte gesagt, er wird am dritten Tage auferstehen, er bleibt nicht im Tod. Und darum ist der Tod endgültig besiegt. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wenn wir an ihn glauben, ist der Tod machtlos geworden. Wir müssen überhaupt keine Angst haben vom Tod. Viele Leute haben so viel Angst am Tod, ja. Wir müssen überhaupt keine Angst haben. Denn was wird passieren, wenn wir sterben? Das ist doch nur ein Übergang zum Herrn Jesus. Jetzt sehen wir ihn nicht, in dem Sterben sehen wir ihn. Und manche bezeugen das auch im Sterben, wo sie sagen, ich sehe, da ist Jesus vor mir. Sie sehen ihn direkt schon und können das denen, die dabei sind beim Sterben, sogar mitteilen, ich sehe ihn. Und so wird es uns ergehen, wenn wir an Jesus glauben, den, der die Liebe in Person ist. In dem Augenblick, in der Sekunde, wo wir hier die Augen zudrücken, sehen wir ihn. Oder auch nicht. Oder wenn wir nicht in diesem Leben an Jesus uns angekoppelt haben, fallen wir in den Abgrund, in den ewigen Abgrund, was die Bibel Hölle nennt. Die Hölle gibt es wirklich. Und der Einzige, der uns vor dieser Hölle retten kann, ist Jesus. Jetzt haben wir gesehen, Jesus hat uns die Liebe Gottes hundertprozentig bewiesen. Das ist ein sehr, sehr starker Gottesbeweis, dass diese Liebe in dieser Welt wirkt. Und wir haben das alle oft erfahren in unserem Leben, wie Jesus uns liebt. Ich könnte viele Dinge aufzählen, wo Jesus deutlich zu mir deutlich gemacht hat, dass er mich liebt, dass er mich durchgetragen hat, sogar durch den Zweiten Weltkrieg. Ich habe erlebt, wie da Kanonen geschossen haben, alles mögliche, kenne ich, selbst erlebt. Mich hat nichts getroffen. Warum nicht? Ich kann nur sagen, Bewahrung, Liebe Gottes. So ist das. Und Gott hat diese Liebe am Kreuz uns gezeigt und wir sind eingeladen. Aber was hilft es uns, wenn wir jetzt auch den Beweis der Liebe Gottes wissen? Was hilft es uns? Gar nichts. Wenn wir sagen, das habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, jetzt gehe ich gleich nach Hause, ich habe heute einen neuen Gottesbeweis gehört. Es hilft uns nichts. Die Gottesbeweise dienen dazu, dass wir erkennen, da ist ein Gott, ein Jesus, der mich grenzenlos liebt und der auf mich wartet, dass ich zu ihm komme. Der Jesus wartet darauf, dass wir kommen und unser Leben hundertprozentig bei ihm abgeben. Nicht 98%, das ist nicht genug. 100% will er unser Leben haben und diene ihm vollständig. Das ist der Maßstab. Komme zu ihm ganz. Jesus braucht keine Halben. Er nimmt uns ja auch brutto an, wie wir sind, haben wir ja festgestellt. Auch mit allem Sündenpaket, mit allem können wir kommen. Und er nimmt uns hundertprozentig an.
wegen seiner Liebe. Und das brauchen wir. Und diese Liebe brauchen wir. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich immer noch, wenn ich darüber nachdenke, zutiefst bewegt. Es war nach dem Krieg, da haben wir im äußersten Zipfel von Niedersachsen gewohnt. Ihr kennt alle diese Orte, Lüchow-Dannenberg. Und mein Vater war aus französischer Gefangenschaft zurückgekommen und arbeitete auf einem Bauernhof dort im Wendland, in Saase, 2 Kilometer von Lüchow entfernt. Und als wir dorthin kamen, haben Kinder mich eingeladen zu einer Kinderstunde. Boah. Und da habe ich gesagt, Kinderstunde ist nichts für mich, will ich nicht. Ich habe schon so Märchen gehört von Aschenputtel da mit dem Schuh im Blut. Das ist nichts für mich, will ich nichts mehr zu tun. Dann haben gesagt, nein, du musst hinkommen. Da ist eine Frau, die erzählt etwas ganz anderes. Aber sie haben mir nicht gesagt, was. War ich gut, ich kann ja mal hingehen zum Test, gehe hin. Und da war eine Frau, eine Gemeindeschwester mit Haube und Kluft an der Schwester, an der Krankenschwester. Und sie wohnte in einem kleinen Zimmer, ich glaube, das waren so 10 Quadratmeter. Und das war gleichzeitig Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles zusammen. Das war so damals die Flüchtlingssituation auf einem Bauernhof. Und da hatte die noch nicht mal genug Stühle für die Kinder. Da sind wir Kinder in die nächste Kneipe gegangen, haben Bänke geholt und dann saßen wir in diesem kleinen Zimmer auf 2 Bänken, wie die Spatzen aufgereiht. Und dann hatte die ihre Bibel in der Hand und hat uns Geschichten aus der Bibel erzählt. Und hat gesungen mit uns und hat gesagt, wer Jesus ist. Denke ich, das ist ja eine Geschichte. Habe ich ja noch nie gehört. Das ist Jesus, wer ist das? Ich bin jeden Sonntag hingegangen. Mich hat nichts mehr abgehalten, auch als wir nachher umgezogen waren in ein anderes Dorf. Ich bin bei Nacht und Nebel, hätte ich beinahe gesagt, war ja am Tag, aber bei Schneesturm, bei Regen, mich hat nichts abgehalten. Ich bin immerhin zu dieser Schwester Erna, weil ich die Botschaft von Jesus hören wollte. Und es wurde ein tiefer Kern in mein Herz gelegt von diesem Jesus. Und ich war damals so 10 Jahre alt. Und das habe ich begriffen, wer Jesus ist. Aber dann zogen wir weg und dann kam eine Zeit der Anfechtung auch, wo in der Schule gelehrt wurde, dass man der Bibel gar nicht in allem glauben kann. Es gab die Aufklärung und die haben das erklärt, dass man die Wunder nicht glauben kann und dies. Und dann ging das alles irgendwo verloren. Schade. Aber dann, schon nach meinem Studium, nach Promotion und allem, wohnten wir in Braunschweig und da gab es eine Evangelisation. Und da sprach Leo Jans. Und das war zum ersten Mal wieder, wo ich jemanden hörte, wo einer der ganzen Bibel glaubt. Der glaubte alles, was in der Bibel steht. Habe ich noch nie gehört danach. Immer waren das Leute, die die Bibel kritisiert haben. Da war einer, der glaubte alles und sagt, glaube an diesen Jesus. Und wenn du heute zu diesem Jesus kommst, bist du für alle Ewigkeit gerettet. Boah, das war eine Botschaft. Hatte ich ja schon mal gehört von Schwester Erna. Ich sage, das mache ich. Diesen Jesus will ich unbedingt in meinem Herzen haben. Und habe damals diese Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe nicht geahnt, dass in der Folge ich über die ganze Welt gehen werde mit dieser Botschaft. Ich bin auf allen Erdteilen gewesen mit dieser Botschaft von Jesus. Diese Schwester Erna ist längst beim Herrn Jesus. Und der Jesus wird dir gesagt haben, das war gut, dass du das gemacht hast. Deine Worte waren nicht vergeblich. Ist das nicht schön? So ist das, so macht Jesus. Und jetzt, ich habe natürlich diese Dinge immer zu Hause erzählt, von der Schwester Erna und alles dort, wie das nach dem Krieg dort war. Und dann sagt eines Tages meine Tochter zu mir, du sagst sie, Papa, wollen wir da nicht mal hinfahren? Ich würde gerne mal sehen, wo das war, wo du die Kinderstunde gehört hast. Denn das, die Folge davon war ja, dass sie auch zum Glauben gekommen ist. Sie hat ja die Botschaft auch dann gehört. Sie ist ja auch eine Folge von der Schwester Erna, kann man sagen. Ich möchte das mal gerne sehen. Ich sage, du, das machen wir. Wir werden dorthin fahren. Wir nehmen uns ein Hotel. Das kriegen wir in einem Tag nicht hin. Wenn du auch noch sehen willst, wo ich zur Schule gegangen bin und alle diese Dinge. Wir fahren dorthin. Wir sitzen gerade dort in Lüchow vor dem Rathaus, essen dort Mittag. Da fällt mir plötzlich ein Name ein. Heinrich. Heinrich, ja, Heinrich saß neben mir in der Schule in Lüchow, war mein Nebenmann. Damals war noch Hungerzeit, es war nach dem Krieg, das können wir uns gar nicht vorstellen, da gab es Brotmarken. Und wenn man zum Bäcker ging, ein Brot kaufen wollte, dann musste man diese Brotkarte vorlegen und dann wurde mit der Schere so ein Schnippel rausgeschnitten und dann kriegte man ein Brot.
Aber das Brot, was man dann pro Monat bekam, war so wenig, dass man nie richtig satt davon war, aber auch immer hungrig war. Also da war keiner mit dicken Bäuchen zu der Zeit. Nicht? Das war alles, die waren alle schlank damals, nicht? Weil es nichts zu essen gab. Aber ich hatte das gut. Wisst ihr warum? Ich saß neben Heinrich. Heinrich kam vom Bauernhof. Das war toll. Der Heinrich brachte jeden Morgen so ein Paket mit Butterbroten. Feinst belegt mit Käse, mit Wurst. Oh, da konnte ich nur träumen von den Dingen. Ne? Und dieser Heinrich war so ein lieber Mensch, der sagt, Werner, du hast Hunger, komm mal her. Psst, kriegst du was. Und nächstes Mal sagst du mir wieder was vor. Ja? Der war ja schon zweimal sitzen geblieben. Wir waren in guter Geschäftsbeziehung gekommen. Ja? Aber ich muss sagen, er hat das nicht nur gemacht, wenn ich ihm was vorgesagt habe. Er hat mir immer was abgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass der zu Hause gesagt hat zu seiner Mutter, du Mama, da sitzt noch neben mir so ein Flüchtlingskind, der Werner, der hat so viel Hunger, mach mal noch ein paar Schnitten mehr. Denn der kam mit so einem Paket an. Ne? Und da wurde ich mitversorgt. Das war doch toll. Und jetzt dort, als ich mit meiner Tochter dort sitze, da in Lüchow vom Rathaus, da fällt mir dieser Heinrich ein. Mensch, gibt es den überhaupt noch? Ich wusste noch, wo er wohnt. Das war ein kleines Dorf mit dem Namen Klein-Witzeze. Ich habe das nur behalten, weil das so ein komischer Name war, Witzeze. Als ich in Japan war und diese Geschichte erzählt, habe ich zu den Japanern gesagt, sprecht das mal nach, Witzeze. Das haben die gar nicht hingekriegt. Das ist ein Zungenschlag, den man gar nicht nachsprechen kann. Aber ich habe das behalten und wir gucken ins Telefonbuch und nach und siehe da, Klein-Witzeze und Heinrich, den gibt es. Boah, das war ja eine... Ich sofort angerufen und Heinrich, da hatte ich die Frau dran, die Edith, und ich sage, gibt es den Heinrich noch? Ich bin früherer Klassenkamerad von Heinrich, ist aber jetzt schon 70 Jahre her oder so. Und da sagte ja, der sitzt neben mir auf dem Sofa. Willst du ihn sprechen? Ich sage, ja, klar will ich ihn sprechen. Nicht wahr? Und dann habe ich Heinrich am Apparat. Ich sage, Heinrich, kennst du mich noch? Ja, sagt er, kenne ich dich. Du hast ja neben mir gesessen. Ich habe dich ja durchgefüttert. Und da sagt er, nun komm so schnell wie möglich zu mir hin. Ich sage, kein Problem. Da wie eingestellt, klein WC, Nummer 5, waren wir da. Meine Tochter und ich. Wir haben ihn besucht. Und dann, worüber haben wir gesprochen? Womit ging es los? Mit dem Butterbrot. Ich sage, Heinrich, das war ja eine tolle Geschichte mit dem Butterbrot. Das habe ich heute noch in Erinnerung. Ich sage, ich weiß nicht mehr von irgendeinem dieser Klassenkameraden oder Kameradin. Mir ist kein Gesicht in Erinnerung und kein Name, nichts. Du bist der Einzige, weil du mich durchgefüttert hast. Ich sage, das ist doch nicht toll. Ja, und dann kam Folgendes. Ich sage, Heinrich, wie geht's dir sonst so? Ah, sagt er, ich habe auch so Schmerzen im Rücken und sowas. Ich sage, Heinrich, ich kenne einen, der ist für alles zuständig. Dafür können wir beten. Dann habe ich mit ihm gebetet. Und dann irgendwann fuhren wir auch wieder ab. Und dann war diese Sache ja auch erledigt, dieser Besuch. War ein schönes Erlebnis für meine Tochter und für mich. War so hautnah erlebt, was ich in Kindheitstagen dort im Wendland erlebt habe. Und das war jetzt ungefähr ein Jahr später. Da ruft die Edith mich an und sagt, du, der Heinrich liegt im Krankenhaus in der Asklepios-Klinik in Hamburg-Harburg. Ihm geht es sehr schlecht, er kann Hände und Füße schon nicht mehr bewegen. Aber im Kopf ist er klar. Ich sage, kann man ihn besuchen? Ja, sagt sie, das geht. Ich sage, gut. Erzähl das meiner Tochter. Ich sage, du kennst ja den Heinrich als auch. Wir machen uns mal auf den Weg. Kommst du mit? Aber ja, sagt sie, auf jeden Fall komme ich mit. Wir kommen dort an. Dort im Krankenhaus, er liegt auf Intensivstation. Da wurden wir erstmal eingekleidet, wie die Mondfahrer mit Haube. Ihr kennt das alle, nicht wahr? Kittel total verkleidet. Wir kommen da rein zu dem Heinrich in sein Zimmer. Ich sage, Heinrich, kennst du uns wieder? Er war ja Bauer seines Lebens gewesen. Der ist nie woanders gewesen als in Klein-Witzeze. Also ein schöner Bauerntyp, wie ich ja auch, aus einem Bauernhof komme. Und dann, ja, sagt er, kenne ich euch wieder. Und dann fangen wir so ein Gespräch an, wieder mit den Broten. Und dann komme ich dazu und sage, weißt du, Heinrich, so ist unser Leben. Guck mal, da ist einer, der wird 40 Jahre alt und stirbt. Ein anderer wird 50 Jahre und stirbt. Mancher wird 70 und stirbt. Und so ist unser Leben. Wir laufen hier eine bestimmte Zeit, dann ist es zu Ende. Ich sage, wenn du stirbst, Heinrich, weißt du, wo du hingehst? Nee, sagt er, weiß ich nicht. Oh. Ich sage, willst du wissen, wie es geht? Ja, sagt er, weißt du das? Ja, ich sage, weiß ich. Dann habe ich ihm von Jesus erzählt und habe gesagt, dieser Jesus
kam zu uns in diese Welt, weil er uns liebt und weil er uns befreien will von aller Schuld. Heinrich, du hast ja auch gesündigt in deinem Leben. Jo, sagt er, habe ich wohl, ne? Und dann sage ich, willst du alles loswerden? Das können wir im Gebet festmachen. Dann habe ich es recht kurz gemacht. Habe ich mir gesagt, Heinrich, wir beten mal, ich spreche dir das vor, dass der Jesus auch dir alle deine Schuld vergibt. Hat er nachgesprochen. Und dann haben wir gebetet, Herr Jesus, nimm mich an, so wie ich bin. Hat er nachgebetet. Und dann haben, als wir das Gebet fertig haben, habe ich gesagt, Heinrich, jetzt kannst du gewiss sein. Du hast den Herrn Jesus angenommen. Du bist angenommen. Du weißt, du kommst in den Himmel. Ganz eindeutig. Du hast dein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Ich sage, Heinrich, weißt du jetzt, wohin du gehst? Ja, sagt er, jetzt weiß ich's. Ich weiß, wo ich gehe. Boah, hat mich zutiefst gerührt. Eine Woche später bekomme ich einen Anruf von Edith und sie sagt, Heinrich ist gestorben. Heinrich hatte wenige Tage nach deinem Besuch. Stellen wir uns das einmal vor. Der war nicht 5 Minuten vor Todesschluss, hat er nicht den Herrn gefunden. Das waren 5 Sekunden. 5 Sekunden vor seinem Tod hört er das Evangelium und er nimmt das so an, wie es ihm gesagt wird von seinem Werner, den er die Butterbrote gegeben hat. Und da wird mir dann deutlich, der war barmherzig als Junge und Gott kommt ihm mit viel größerer Barmherzigkeit entgegen und sagt, ich schicke dir diesen Werner, der dir die Botschaft des Evangeliums sagst, damit du in den Himmel kommst. Und er sagt ja. Was wird das eine Freude sein, wenn ich ihn im Himmel wiedersehe? Da will ich sagen, Heinrich, deine Butterbrote sind im Himmel nicht vergessen. Und der Jesus hat dich gerufen im letzten Moment. Er hat dich nicht vergessen. Er hat deine Barmherzigkeit gesehen und hat dich angenommen. Jetzt dürfen wir hier sein, in aller Ewigkeit. Wunderbar. Und ihr Lieben, die ihr alle hier seid, wenn ihr noch nicht hundertprozentig beim Herrn Jesus seid, macht es wie Heinrich. Bleibt zurück hier in den ersten Reihen, sammeln wir uns. Kommt her. Wenn ihr nicht hundertprozentig wisst, dass ihr dann, wenn ihr in dieser Woche sterben, in der nächsten Woche sterben würdet und nicht im Himmel seid, dann kommt und bleibt zurück. Der Jesus will euch ganz annehmen. Nicht nur so ein bisschen, sondern von ganzer Seele, von ganzem Herzen braucht ihr diesen Jesus. Kommt und macht das fest. Wie Heinrich. Und wir werden uns im Himmel wiedersehen. Ist das nicht schön? Super. Das wollen wir. Wir wollen alle dort sein. Und der Wille des Herrn Jesus ist und der Wille Gottes, dass niemand, der heute Morgen hier ist, verloren geht. Er will, das ist sein Wille, dass wir alle einmal bei ihm sind. Und unsere Lieben auch, für die wir beten dürfen. Sagen, die wollen wir auch im Himmel haben. Kommt. Kommt und bleibt hier und macht das fest. Es ist Jesus, der euch ruft, nicht ich. Und kommt zu diesem Jesus und der euch sagen wird, ich nehme dich heute an aus meiner großen Liebe zu dir, denn ich habe alles am Kreuz bezahlt, alles. Du bist jetzt errettet. Kommt. Wir wollen jetzt nochmal beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf.